Können wir das? Nee, Steffi. Ach, geil! Was? Nichts sagen. Okay. Oh! Psst. Was ist das denn? Gewinncode. Wow! Oh nein, wie süß ist das? Oh, ist der geil. Denn? Ja, gut. Ich, wieso? Keine Ahnung. Da sind die Rocher-Packungen ja schon stabiler. Boah. Boah, das sieht ja aus wie so ein Frauenspielzeug. So. Tachchen, schöne Frau. Ich habe gerade Ärger bekommen, dass ich das nicht sagen sollte. So, herzlich willkommen zu Runde 2 der Adventskalender auf Pack-Session. Genau. Im ersten Teil hatten wir einen Vera und einen HZ ausgepackt. Richtig. Den HZ haben wir verlost. Und der Gewinner ist jetzt auch schon bekannt gegeben worden. Im 5-Minuten-Update. Guck. Ja, vorher guckst du meine Videos nicht? Oder nicht unsere? Das habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Vielleicht hast du ja was gewonnen. Ich habe ja nicht mitgemacht. Wir haben wieder 2 Adventskalender für euch. Einmal ein von KS Tools und einmal von KWB Germany GmbH. Die wollen wir heute gemeinsam mit euch auspacken, schauen, was dahinter steckt. Und ja, viel Spaß dabei. Genau, bleibt dran. Im vergangenen Video, beziehungsweise es gab schon mal Teil 1, da hatten wir einen angeschaut gehabt von Vera und von HZ. HZ, genau. Und der Gewinner von diesem HZ-Adventskalender, der ist auch schon bekannt gegeben worden. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du jedenfalls das noch nicht weißt, dann schau dir unbedingt das Video an. Das werden wir dir hier oben im Eck verlinken, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Und das dritte Ei wurde auch verlost. Das ist schön, die schöne Kugel. Genau, von Knipex. Ich habe ein Ei für dich. Ja, danke. Ich habe 2 für dich. Und der Gewinner besteht auch fest. Schau dir das Video an. Vielleicht mit etwas Glück bist du dabei und hast das Ganze gewonnen. Ja, und wir schauen uns heute 2 Stück an. Ja, ich bin schon gespannt, was du hier mitgebracht hast. Genau. Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen. Wenn dir was auffällt, wir hatten ja im letzten Video 4 Stück, wollten wir uns eigentlich anschauen. Mhm. Es sind letztendlich 2. Warum, weshalb? Schau dir das Video an. Und ich habe jetzt einen Fehler gemacht, glaube ich, schon wieder. Was? Ich hatte 2021er KS Tools und 2021er Ghidorah. Ghidorah Red. Ja, genau. Und ich habe leider hier KWB. Weil Ghidorah Red war noch nicht verfügbar. Ah, okay. Und deswegen habe ich den aus dem Programm geschmissen und habe mich für diese Firma entschieden. Ist auch ein ganz, ganz gutes deutsches Unternehmen. Ich glaube, gibt es schon 90 Jahre. Und genau. Du kannst mal was dazu sagen, also zu KS Tools. KS Tools, der ist 27-teilig und kostet 48,90, so wie du ihn jetzt bestellt hast. Mhm. Genau, also 27-teilig. Genau. Ist schon, also ein bisschen mehr als 24 Türchen. Richtig. Wir sehen auch hier schon eine kleine Weihnachtskugel drauf. Genau. Ein, wahrscheinlich so ein Pen-Akkuschrauber, ne? Ja. Ist das schon ein Hinweis darauf, was drin ist? Wahrscheinlich. Wir drehen es gleich mal um. Limit Edition steht hier auch drauf. So, was stört mich ja immer. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ich will mich überraschen lassen. Ja, aber wenn du es verschenken möchtest, dann ist es ja schon... Oh, pass auf, guck mal hier. Kerze. Ja, ja. Ist gerade uns umgekippt schon beim Drehen. Und hier könnt ihr eigentlich sehen, was hier drin ist. Es ist ein Akkuschrauber, ein kleiner. Hm. Mit kann man nicht für Schaltkasten, wie man hier sieht. Ne? Oder kannst du auch für andere Funktionen. Mit einer Ladeanzeige, USB-Anschluss. Und verschiedene Bits. Und wahrscheinlich auch schon so ein Kasten. Boah. Schau mal, das ist das alles abgebildet. Das wäre geil. Ja, aber es ist alles abgebildet. Das würde mich voll annerven. Mm. Also an die Hersteller von Adventskalendern, bitte bildet das doch nicht so ab. Man möchte sich überraschen lassen. Vielleicht so ein wie bei HZ, dass du hinten das abnehmen kannst, wenn du es verschenkst. Weil das ist ja die ganze Spannung raus. Ja klar, die Spannung, wann welches Türchen, wann was drin ist. Aber, Das war zum Abnehmen, ne? So ein Pad, zum Abnehmen, ne? Genau. So, hier haben wir auch wieder 2 Aufhängevorrichtungen oder das Ganze zum Hinstellen. Der Ständer, genau. Wollen wir jetzt nicht machen. Wollen wir das gleich öffnen? Ja. Oder wollen wir erstmal den KWB anschauen? Nee, gucken wir uns auch für später, ne? Ich habe hier auch irgendwo ein Messer hingelegt. Ich hoffe auch. Hier ist ein ganz simples Ding. Ich hoffe mal, dass das diesmal rauszuziehen ist und nicht wieder festgeklebt. So verklebt ist. Ne? Bei dem HZ. Aber ich sehe hier schon, Türchen 1 ist, boah. Riesig. Na, da wird wahrscheinlich. Das ist der halbe Kalender. Da wird der Kasten drin sein, du. So, warte mal. Soll ich dir helfen? Scheiße. Oh. Schau, wie machst du da? Kaputt. Nein. Noch ist es heile. Warte.
Schön einziehen immer, ne, die Klinge, sonst Verletzungsgefahr. Oh, guck mal, das bleibt ja hier stecken halt. So, was denn? Was machst du da? Ich mach Werbung. Oh, Steffi, lass schau mal den Mann da. Schau doch mal da. Nein, da. Ja, schneid das doch durch. Hab ich doch. Nein. Ah, nein, das ist doch die Lasche zum wieder reinstecken. Ist doch nicht schlimm. Ach, wieder reinstecken. Ja, schau. Ja, schau. Ja, ich kann du mich wolltest aus. Es doch heilen lassen. Oh, warte mal. Yeah! Oh. Oh. Also was ich... Oh. 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 Ist doch nicht so gut. Oh, doch, da. Hier, sind sie rausgefallen. Stecken wieder rein. Also. Erste Bemerkung schon mal. Da muss noch einer sein. Aus Schaumstoff. Ein kleiner fehlt noch. Nee. Doch, hier ist noch ein Loch. Zähl mal durch, 24. Nee, da ist noch ein Loch. Nee, fehlt. Hier ist nichts drin. Da fehlt noch einer. Da steckt nichts. Hä, wieso ist das Loch da? Schau. Hier ist einer. Uah. Hast du es schon angemacht? Boah, das sieht ja aus wie so ein Frauenspielzeug. So. Hier ist dein einer. Du Schwein. Ich würde sagen, wir packen mal alles aus. Also stopp, was ich ganz cool finde, ist ja bei den anderen war ja voll Plastik. Und dieses Gewabbel mit dem Verkleben und so billig. Und das hier ist richtig toller Schaumstoff. Also ich weiß nicht, ob das so besser ist, aber beim Rausholen ist es toll. Es hat, ich denke, da haben welche mitgedacht. Weißt du warum? Mhm. Weil du musst den Adventskalender nicht mit der Verpackung verkleben. Ja. Weil das ja einen wirklich sicheren Halt hat. Ja. Na klar, waren jetzt ein, zwei Bits übrig. Das heißt, wenn du das Ding auspackst, denkst du so, ey, wir hätten den geklaut. Ja, reklamierst du vielleicht, ne? Aber wenn ihr den bestellt, ihr wisst, es ist alles vorhanden. Also das ist toll. Ich würde sagen, ja, wie auch bei den anderen Kalendern, überall Bits drin, ist auch auf der Dauer ein bisschen langweilig, ne? Wenn du jeden Tag ein Bit drin hast, ja. Dann denkst du, oh, ein Sechskant, oh, ja, ein Schlitz. Vielleicht ist genau der, auf den man sich gefreut hat, aber ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir packen mal alles aus und schauen uns das Ganze mal genauer auspacken? An. Willst du es auspacken? Ja, klar. Meinst du, es reicht nicht so? $48,90 hast du gesagt? Genau, 27 teilig. So, KS-Tools. Ich habe da, glaube ich, auch schon mal einen Knarrenkasten getestet bzw. ausgepackt mit David, mehrere verschiedene. Okay. Aber die Marke an sich habe ich jetzt zu Hause bzw. in der Werkstatt nicht. Plastik. Und das hier, was mir auffällt, ist echt ein bisschen... nicht so hochwertig, ne? Wabbelig. Wie nennt man denn das? Also finde ich, wieso, keine Ahnung, da sind die Rocher-Packungen ja schon stabiler. Boah. Ja, es hat man. Aber soll vielleicht auch biegsam sein. KS-Tool. Ja, ist okay. Kannst du aber aufhängen? Kannst du wahrscheinlich auch im Laden so kaufen. Ja, ist Plastik, ne? Und sehr so. Die Frage ist. Oh. Oh. Nee. Hä? Nee. Die Frage ist. Ja, es geht schlecht auf, finde ich. Was ist das denn? Die Frage ist einfach, irgendwann lassen diesen Laschen nach und dann fällt dir alles durch die Gegend und verlierst du und dann ärgerst du dich, dass du 200 Bits aus. Na, und was auch doof ist, ist, dass das nicht so richtig gut. Ist nicht schön, ne? Nee, also der Kasten gefällt mir nicht gut. Okay, gefällt dir nicht gut. So, das war, warum war das drin? Das war Transportschutz? Weiß ich nicht. Oder fallen die Bits raus? Die Bits fallen raus. Ach du Heiliger. Echt? Sag ich mal. Lass mal alle Bits reinpacken. Ja, Qualität der Bits können wir leider nicht sagen. Ja, stimmt. Also es fällt nicht fest, ne? Wie ihr seht, ist das... Einfach nur zum Reinstecken. Einfach nur zum Reinstecken und fällt dann raus. Und dann braucht man hier dieses billige Plastik, um das da drin zu halten, zum Abdecken. Das ist ja eine dumme Lösung. Ja, gut. Lass uns mal jetzt alles reinstecken und schauen, wie es aussieht. Im Lieferumfang war nochmal ein Bit-Halter. So ein Standard-Ding, ne? Was man überall bekommt. Auch mit keinem Aufdruck oder keine Laserschrift drin oder sowas. Und nochmal so ein Kreuz PH2, da steht KS drauf. So eine Verlängerung, ne? So. Ja, und einen tollen Akkuschrauber. Der auch schon fast aufgeladen ist. Aber Aber ja? Ja, ich mit LED-Beleuchtung.
Ich bin gerade überlegen, da war ja abgebildet ein Schaltkasten für beispielsweise Elektriker, ne? So, wenn du so einen Schaltkasten hast, dann baust du verschiedene Sortimente zusammen und das ist wahrscheinlich ganz hilfreich. Aber so, das fühlt sich einfach an wie so ein Frauending, weißt du? Nee, weißt du, woran mich das erinnert? Nee, ein bisschen dicker wie eine elektrische Zahnbürste. Ja, genau. Nee, nicht an so, was du gesagt hast, sondern wie eine elektrische Zahnbürste. Ja. Ja, gut. aber ich finde es ganz witzig, weil es ist ja auch recht handlich. Ja. Ne? Also meinst du, kann man gebrauchen? Ich finde es ganz, für die Hand finde ich es ganz witzig gemacht. Also es ist, ne, schön handlich. Hier haben wir auch nochmal einen Aufhänger, ne? Also wir können ein Band dann einhängen. Hier unten haben wir den Anschluss für... ich sag doch, einer fehlt. Ach nee, hast du eingeschaltet. Für hier unser USB-Kabel. USB 3 ist das schon. Ist das hier für das Kabel? Finde ich ganz gut. HZ hatte kein USB 3 gehabt. Hier, ne? Und das ganze Ding kommt jetzt hier rein. So, jetzt wollen wir mal schauen. Aber der sitzt ganz gut drin, ne? Der fällt auch nicht raus. Guck mal, ist der fest. Aber dass die hier rausfällt, das verstehe ich auch nicht. Und lass mal zumachen. So eine blöde Abdeckung, ne? Geht das denn richtig? Ich habe das Gefühl, das sticht hier durch. Schau mal, das geht nicht richtig. Ja, soll so. Sieht aus wie so eine Tupperbox, ne? Naja, gut, das haben sie, anscheinend haben sie alle. Aber das mit dieser Plastikabdeckung, das finde ich richtig schlimm. Wollen wir mal schütteln? Auch richtig doof. Wollen wir mal schütteln? Schütteln. Nee, ist doch jetzt abgedeckt. Ja. Mach mal ohne Abdeckung. Weil dieses kleine, durchsichtige Plastikding, das wird doch ganz schnell... Guck mal, ist schon was. Ich wollte nur gucken, wenn wir das reinlegen. Und so eine Werkzeugkiste fliegt auch mal ganz oft durchs Auto, bei Handwerkern. Also ich kenne das jedenfalls so. Oder die kippen mal um oder fällt aus. Okay, Warte mal, ich will mal ausprobieren. Nee, guck mal. Da fliegen alle durch die Gegend. Man braucht nicht die Abdeckung. Das ist mit Absicht so. Nee, hält. Mach mal richtig hier. Also ich nehme alles zurück mit dieser blöden Plastikabdeckung. Also ich nehme alles zurück. Braucht man doch nicht. Ja, aber wenn jetzt jemand die Gegend ballert, nee, ist doch alles gut. Dann fällt alles raus. Na komm, das müsste ich hier... Nein, aber das kann mal passieren. Nein. Auf der Baustelle, da liegt ja alles im Dreck, meinst, im Sand. Was du meinst, ist, weil man das nicht so richtig reinklipsen kann, sondern es ist einfach nur gesteckt, also so ganz luschig. Ja, dann machen wir es falsch. Das kann, nee, das ist keine... Guck mal rein. Ach. Steffi. Oh. Oh, no. Jetzt machst du ein Produkt schlecht. Und hast du nicht. Wieso ich? Du hast doch gesagt, warte mal, das kann jetzt nicht. Also, alles zurückgenommen, wir sind nur zu dumm gewesen. Also richtig. Ja. Man muss, aber wir wollten es ja auch nicht kaputt machen, davon richtig. Mal ab. Ne? Also. Wir wollen hier nicht irgendwas ausleiern. Also man muss es einfach nur richtig reinstecken. Richtig reinstecken, das ist das Codewort. Richtig reinstecken. Super. Und dann passt es auch. Ja, aber ich frage mich... Und dann hält es auch fest. Ja, sorry an KS-Tools, falls Sie das zusehen sollten. Ja, wir sind ja, aber böse. Wir wären wahrscheinlich nicht die Einzigen gewesen, die sich geärgert hätten. Ne? Ja. Die das nicht herausgefunden haben. Ja. Deswegen gibt es auch solche Videos. Trotzdem finde ich die Box nicht so hochwertig. Finde ich auch davon nicht. Aber auch. Wahrscheinlich sind wir auch ein bisschen, schon wieder ein bisschen bebelämmelt. Warum? Weil wahrscheinlich ist das hier unten so ein Geheimfach. Oder irgendwas. Vielleicht kannst du ein Cuttermesser reinlegen. Glaub, das passt da nicht ich glaube, mehr. Nee. Nein. Schade. Na schau, das ist ja auch ausgehöhlt nach unten. Das heißt, es braucht den Platz. Also die Bedienungsanleitung, ja. Und den Rest dann aber nicht. Aber dann hält auch alles fest, ne? Also das ist schon mal gut. Okay. Ist süß, 50 Euro. Ja. Für 50 Euro. Für 50. Hättest du das für 50 Euro so im Laden gekauft? Ich nicht, niemals. Dazu mal muss ich auch sagen, es spricht mich das Design nicht so an, tatsächlich. Also ich finde es so... War es von HZ schon besser, ne? Hat natürlich ein bisschen mehr gekostet, aber die Verpackung, das war eine originale HZ-Verpackung. Oder von Vera, das mit diesem Weihnachtsdesign, das fand ich auch richtig witzig. Also hier finde ich wirklich ganz witzig, das habe ich persönlich so noch nicht so gesehen, dass es wie so eine elektrische Zahnbürste ist. Also das finde ich ganz cool und auch so gerade, dass es nicht gibt immer wie so eine Pistolenform ist. Auch von, ich weiß nicht, ob du die kennst, ach, wie heißen sie denn? Elektrohersteller,
Für Elektrowerkzeuge, Zangen. Viha. Viha hat das, glaube ich, als erstes auf den Markt gebracht. Ich weiß es nicht, vor drei, okay, vier Jahren. Oh, sie gehen auch schwer raus, ne? Aber ich finde es ganz handlich. Und was ich eben gemerkt habe, ist, es geht super leicht. Ja, aber also vielleicht auch zu wenig Feingefühl drin, so, ne? Kannst du das Drehmoment nicht einstellen? Ja, das Doofe ist, weil du hältst es ja sonst in der Hand und machst mit dem, ne? Und kannst dann so, hier musst du aufpassen, dass du mit deiner Hand oder mit deinem Daumen nicht in die, hier kommst du ganz schnell in die falsche Richtung. Mm. Oder auch in hier, was ist das, Intensität hier noch? Oder ist das der Ladezustand, die Anzeige? Also rückwärts, vorwärts. Also so schneller kann man sich mal vertun. Du kannst die Geschwindigkeit damit einstellen. Hm? Meine ich doch. Wahrscheinlich. Ne? Hier ist eine kleine Schraube abgebildet. Aber man kommt schnell mal drauf, ne? Ja, es geht, man muss da schon ein bisschen drücken. Okay. Na gut, wahrscheinlich gibt's. Man müsste wahrscheinlich damit eine längere Zeit mal arbeiten. Aber für so ganz schnell mal finde ich es echt ganz süß so, ne? Ja. Und das, wie gesagt, dieses an sich, das geht schön einfach und leicht und auch, das ist wie so eine elektrische Zahnbürste, geht auch ganz bestimmt schnell mal irgendwo mit, ne? Also meine Meinung steht fest, also 50 Euro würde ich dafür nicht ausgeben. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den von so 30, ne? KWB an. Hat das einen Warenwert? Nee, wurde nicht angegeben. Wurde nicht angegeben, okay. Ne? So, Schätzelein. Jetzt kommt der. Und das sieht so gut aus, ne? So schon rot. Weihnachtlich. Ja. Und hier passend zum Weihnachtsmarkt. So. Oh, der sieht aber schön aus. Also, jetzt technische Daten. Was hat der gekostet? Erzähl mal. Oh, hier, das muss noch da. KWB. Das ist die Edition 4999. Wie viel teilig hast du nicht aufgeschrieben? Nee, habe ich leider nicht gefunden bei Amazon. Ah, okay. Es gibt aber drei weitere Versionen davon. Und zwar die Version 2022 Expert. Da habe ich leider den Preis nicht aufgeschrieben. Okay, dann die Version 2021, die wollen wir nicht. Manche wollen sie vielleicht, ist ja wurscht. Für 36,99. Ist runtergesetzt, finde ich ganz gut, ne? Ja, ich weiß nicht, hat jemand, auch Sinn, ne? Vielleicht hat ja jemand den vom KWB vom letzten Jahr. Ist er vom Preis gefallen? Können wir ja schlecht nachvollziehen. Wenn ja, finde ich das total top. Das finde ich auch gut. Weil hier steht ja nicht drauf, 22,21. Was ich noch mal hinzufügen wollte vom letzten Video wegen den 2021ern, das Gute ist ja, dass das hier gar nicht draufsteht. Also es ist ja nicht wie so ein Schokoladenkalender, der dann verfällt oder nicht mehr gut ist. Ja, man kann natürlich auch eine 21er-Version verschenken und kaufen oder sich selber, weil wenn man den Inhalt toll findet. Ne? Richtig. Also davon ist natürlich... So, und der dritte... Und die dritte Version ist 2022 für 64,90. Du hast aber den für 49,99 gewählt, weil wir den direkt mit KS-Tools vergleichen wollten, ne? Richtig, da hast du mich nämlich auch gefragt, warum haben wir denn den nicht für 64,99 gekauft? Ja. Dann sage ich, ja, sonst ist es ja unfair, ne? Okay. So, was mir als allererstes auffällt, ist, er ist quadratisch. Ja. Er ist von der Oberfläche her, fühlt er sich richtig, richtig toll an. Hat eine schöne Haptik, toll an. Nennt man das. Haptik, aber guck mal hier auf die Türen, ne? Na, nee, und hier überall. dieser Schimmer, ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt, darf ich das mal so machen? Hier gibt es so einen schönen Sternstreifen, die fühlen sich an. Und hier das KWB, das ist auch abgesetzt und fühlt sich ganz toll an. Und die Farbe hier finde ich total schön. Es ist so ein bräunlicher Taupe- oder Taubton. Gut. Schön. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Videos, also der erste Adventskalender Auspackvideo und dieser hier, die sind komplett unbezahlt. Ne? Also es steht zwar Produktplatzierung, ja, weil wir jetzt hier was in der Kamera zeigen, aber es ist jetzt nicht gesponsert worden von HZ, von Vera, von KWB oder von KS-Tools. Deswegen ist es wirklich unsere eigene Meinung. Ne? Also das mal jetzt mal ganz stark unterstrichen. Ja. Hier ist Weihnachtsmann drauf. Was mich jetzt ein bisschen wundert, jeder... Ich sag jetzt mal Typ oder Handwerker. Ich sag jetzt auch keine Namen. Du kennst eine Firma, wo wir auch waren. Der ist auch, bei jedem Werbevideo sieht man den, der ist auch tätowiert, hat einen Bart. Ich wollte gerade sagen, habt ihr diesen... ganz viele... Tätowierte dieses Weihnachtsmann. Dieses Image, ne? Dass der Weihnachtsmann jetzt cool ist. Nee, das ist wahrscheinlich einer von KWB. Aber ich finde, du weißt nicht, worauf ich hinaus will. Ne? Jeder Werbefilm, jede Firma fast, oder was heißt jede Firma? Ich habe es öfter schon gesehen. Die haben einen Handwerksboy, der tätowiert ist. Echt? Ja, ist mir schon ganz oft aufgefallen. Nee, nicht. Ob das so ein Trend ist, ob es so ein bisschen böse ist, Männlichkeit rüber zeigt, ich weiß es nicht. Ob das so ein bisschen hart oder so männlich rüberkommen soll. Ne? Aber okay, glaube, er hat jetzt Merry Christmas tätowiert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben sich einfach nur der Zeit angepasst, weil es einfach
also das geht jetzt auch nicht um Tätowierung. Okay. Ich glaube, sie haben sich einfach der Zeit angepasst und wollen das Ganze zeitgemäß gestalten. Mm. Und das ist hier einfach ein super cooler. Aber es ist ja auch schön, hier ist eine Drohne, zeitgemäß. Pass auf die Tücher. Siehst du? Drohne. Dann haben wir hier einen Schlitten, den er repariert. Also ich finde es ganz toll gemacht. Ich finde es auch richtig cool. Hier hat er eine Uhr. Ne, diesen die, Hologramm. Ja, richtig witzig. Mhm. Deswegen sag ich ja, der ist echt schick gemacht. Ganz ne? cool gemacht. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Aha. Und man sieht nicht, Aufhänger. Was drin ist. War da ein Zettel bei? Nein. Doch. Nee. Doch. Weiß ich jetzt nicht. wenn ja, werde ich es unten einblenden. Das ist doch wichtig. Ja, weil er war eingepackt okay. und ich musste ihn rausziehen. Das Einzige, was... unser Stern ist gerade runtergefallen, Schätze. Das ist okay, nicht richtig. Mach mal Pause, wir haben noch nichts gemacht. Lass du liegen. Warum lass ihn doch? Wir brauchen keine Pause, wir machen einfach durch. Nein, der schöne Stern. Nein. Das sieht voll doof aus in dem oh. Bild. Mach einfach. Übrigens gibt es diesmal keinen Kaffee, keinen Tee. Wir ziehen jetzt richtig durch. Mein Bein ist gerade eingeschlafen. Oh. Ja, meins auch. Es kribbelt unterm Tisch. Ja, es kribbelt gewaltig unterm Tisch. Sobald es die Weihnachten. Die Seite hast du aufgemacht. Stern hängt, jetzt können wir weitermachen. Übrigens, ich bin erkältet, nicht wundern, oder hört man wahrscheinlich, ne? Nee, ich finde, es geht schon. Ja, gut. Sag mal, wie schlecht es mir ging die letzten Tage. Nee, wirklich. Ja, eben. Ich habe gedacht, ich habe Corona, aber irgendwie hatte ich es doch Männer nicht. Männer denken immer, sie sterben. Na komm, das war wirklich sehr schlimm. Also, ich sehe jetzt hier schon ganz viel Pappe. Warte mal. War das gut so? Oh, mach den nicht kaputt. Ach Quatsch, ich kann das. Oh nein, du bist nicht feinfühlig genug. Oh nein, ist er wieder verklebt. Ja. Oh nein. Scheiße. Und der ist doch so schön. Nein, wir wollen ihn nicht kaputt machen. Können wir das? Nee, Steffi. Ach, geil. Was? Nichts sagen. Okay. Oh! Psst. Was ist das denn? Gewinncode. Oh, warte mal, wir kriegen es so hin. Nein, das kriegst du nicht. Doch, doch, schau. Ich hab schon. Ja, dann lassen wir das Steffi. Wir lassen ihn heilen. Wollen wir ihn verlosen? Oh. Da! Okay, gib dir. Ich bin richtig okay, ich helfe dir auch. Wie sie sich selber lobt, ich bin richtig gut. Ja, warte. Du mit deinem dicken Arm. Nimm die mal raus. Nimm die. Nein, ich bin gut. Kaputt. Du musst die Tür kaputt. Hast die Tür kaputt gemacht. Da, Finger weg. Nein, die war schon. Das ist die 24. Geht's jetzt? Ja. Wow! Oh nein, wie süß ist das? Oh, ist der geil. Denn? So, brauchen wir nicht mehr. Oh mein Gott. Krass, pass auf, nicht, dass alles runterfällt. Seht ihr das? Oh Gott, ist das schön. So ist. Boah, das ist der schönste Werkzeugkalender, den wir bisher hatten. Du hast ihn noch gar nicht ausgepackt. Nein, die Aufmachung. Schau doch mal. Hm. Was für hübsche. Ich meine, auch als Mann freut man sich ja darüber. Dann habt ihr diesen. Du machst das Türchen auf. Und hast dann noch so ein süßes Schächtelchen, was du so rausziehst. Gott, das finde ich richtig niedlich. Übrigens ist da ein Gewinnspiel mit dabei. Das hatte ich auch gelesen bei der Kaufbeschreibung. Kannst irgendwie einen Werkzeugkasten oder sowas in der Art gewinnen. Ne? So, finde ich ganz cool. Gab es bei HZ auch, hatten wir damals nicht erwähnt gehabt. KWB, Germany. Ah, ich liebe diese kleinen Dinger. Sag mal. KWB, Germany, kennst du die? Hast du noch nicht gehört, ne? Doch. KWB ja? Habe ich gehört schon. So, was ist das hier? Kennst du auch, ne? Gibt es auch von Wolfkraft. Kannst einen Zollstock reinspannen. Dann kannst du das als Anreißmaß nehmen oder so, als Streichmaß, ne? Ja. Zack, zack, zack. So, ich würde sagen, Knarren. Wir packen das Ganze jetzt mal aus. Hier ist eine Nuss drin. Und schauen uns das alles mal an, ja? So, 49,99, sprich 1 Euro teurer, ne? Der andere 48,90, also ja, knapp. So, wir haben jetzt alles ausgepackt. Also, wir haben zwei Knauf-Schraubendreher oder Vergaserschraubendreher. Weißt du, warum die so heißt? Oder so benutzt oder warum man die so bezeichnet? Vergaserschraubendreher, weil man mit früher am Vergaser rumgeschraubt hat, am Moped. Ja, da hast du diese kleine gebraucht. Wollte ich jetzt sagen, aber das klang mir zu dumm. Ach so, ja. Zu simpel. Es ist so. So, okay. Ich finde jetzt von der Aufmachung her, wir haben hier ein Loch.
Das heißt, wir können die irgendwie aufhängen. Es steht KWB drauf gedruckt. Und auch, was es für einer ist, pH 2 mal 38. Das heißt, pH 2 ist halt der Aufsatz bzw. der Bit. Und die Länge ist wahrscheinlich 38 mm. Von der Qualität her fühlen sie sich ganz gut an, genauso wie die Knarre. Aber es ist was anderes, als wenn du Vera in der Hand hast oder HZ, finde ich. Ne, es sieht nicht so hochwertig aus, möchte ich jetzt mal so sagen. Mhm. Dann haben wir hier nochmal einen Teil für ein... Ja, das ist so ein Hartplastik hier, das rote, ne? Findest du? Ach so, ja. Und dann ist es gummiert, ne? Genau, gummiert oder... Umschlossen mit so einem Gummi, ne? Richtig. Das finde ich auch nicht ganz so hochwertig oder schön. Das zerkratzt sich ja auch schnell, sieht nicht mehr so schön aus. Aber gut. So, das ist hier einer für so einen kleinen Zollstock. Ach, ne, wie niedlich. Na, damit kannst du beispielsweise, wie ich gerade gesagt hatte, mal was anreißen, ne? Oder anziehen an so einem Brett. Mm. Du hast hier unten eine kleine Ankörnnadel, so einen kleinen Mittelpunkt. Mm. Damit kannst du beispielsweise auf den Tisch, darf ich das hier machen? Nein. Und dann kannst du einfach so einen Kreis, ne? Ist ganz praktisch, sollte jeder haben. Habe ich auch, ne? Also darf ich was dazu sagen? Das sieht ja alles aus, als wenn das wie so ein kleines Reiseset ist, ne? Genau, mach mal auf. Also die Tasche finde ich ganz schön. Ich wollte nur mal sagen, was da alles so weiß. Dann haben wir ein paar Imbusschlüssel hier. Die kann ich ja schon mal einsortieren. Ganz cool gemacht. Kann ich mal? Mhm. Willst du es einsortieren? Würde ich nicht. Das kannst du mal. Wir wollen es auch wieder in die Kisten stecken. Ja, aber wollen wir nicht mal schauen, wie das ausschaut? Nö. Jetzt echt nicht? Kann man sich doch vorstellen. Dann nudelt das so aus. Warum nudelt das aus? Ja, weiß ich auch nicht. Wir können ja mal alles reinstecken da. Gab es da kein Foto von? Nee, das finde ich, weiß ich nicht. Du hast den ausgepackt. Im Schlüsselsatz ist wahrscheinlich Standard, ne? CRV5. Das ist wahrscheinlich die Legierung oder sowas. Da haben wir ja die typischen, ne? 1,52, 2,53, 4er, 5er, 5,5 und ein 6er. Dann haben wir eine kleine Knarre. Links-Rechtslauf. Mhm. Und einen kleinen Knopf. Ist ganz cool. Zum Auswerfen dann, ne? Ja, nee, zum Einspannen und Lösen, ne? Damit die Nuss sich nicht quasi, wenn du arbeitest, damit die abziehst oder, ne? Damit sie dann abgeht. Was ist das eigentlich? Das ist, hier haben wir verschiedene Bits. Ah, das? Richtig, pack mal aus. Ein paar Bits haben wir hier, das Tolle daran, wie ich finde, die sind schwarz. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Also ich mag das halt so dunkel, ne? Und ich habe eben schon rumgespielt, schön magnetisch, das mag ich immer gerne. Ja, die Bits sind nicht mehr, sind die Bits magnetisch? Das hier, ne? Doch, die fühlen sich so an. Nee, können sie ja nicht, sonst wären sie ja... Die müssen doch beide magnetisch sein, sonst hält das doch nicht aneinander. Nein, das ist ganz normal Stahl und der Aufsatz hier vorne ist magnetisch. Okay. Sonst würden die ja miteinander verkleben. Ja, okay, aber reagiert auf Magnet, also magnetisch. Mhm. Und das Ganze hier ist zum Anreißen, ne? Aha. Habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, ich habe, glaube ich, auch einen. Kannst du reinstecken und dann kannst du irgendwas anzeichnen. Das ist, ja, das ist Blei, ne? Ja. Was ist das? Ja, es ist kaputt gemacht. Oh. Fräulein. Oh, lass mal die Finger davon. Was ist das? Das ist doch kein Blei. Das ist zerbrochen, doch. Das ist ein Bleistift. Eine Mine, ich weiß es nicht. Ach, eine Bleiermine. Und, oh Gott, ich habe noch nicht mal doll gemacht. Dann haben wir diese Tüchchen hier überall. Davon gibt es auch über Lifehacks immer, ne? Solche Tütchen hier mit Salz drin oder so irgendwie Zeug, was die Feuchtigkeit aufzieht. Ich weiß nicht, dass es Blei ist. Es geht hier aber nicht rein. Ja, das war den Schaft. Oder kann man das aufdrehen? Nee, wahrscheinlich von hinten. Ah. Halt mal unten. Mach's nicht noch kaputt. Wahrscheinlich sind wir zu dumm dafür. Da ist doch einer drinne. Hä? Oh. Ja, sag mal, Steffi. Das wusste ich doch aber auch nicht. Also ist halt wie Bleistift, ne? Extra dick. Eine Mine. Also es ist schon einer drin. So, das heißt, kannst du dir hier schön in der Tasche machen, am Hemdchen. Cool. Kannst du rausziehen, dann kannst du dann zack irgendwas anzeichnen. Ne? Findest du cool? Ja, wenn ich den Mädels zeige, die wollen bestimmt ja, aber zum Malen. Also es ist eher was für die Baustelle, ne? Ja. Wenn du was größer anzeichnen willst oder schreiben willst. Cool. Weil jeder kennt einen kleinen Bleistift, der ist ganz schnell zack stumpf oder musst du wieder nachspitzen. Und die Minen sind extra dafür, das ein bisschen länger, was Größeres aufmalen kannst. Ne? So, ich würde sagen, wir bauen es mal alles ein und dann sehen wir uns wieder. Hä? Da fehlt doch ein Platz. So, irgendwas haben wir jetzt falsch gemacht. Ein Platz ist frei. Ich weiß es nicht.
Messer? Nee. So, lass mal zumachen, gucken, ob das funktioniert. Funktioniert. Ja, cool. So sieht das Ganze dann aus. Ist eine schöne Tragetasche ohne Bändchen. Könnte auch als Handtasche fungieren, ne, für den Mann. Nein. So, fühlt sich auch richtig, richtig cool an von der Aufmachung her. Tasche ist auf jeden Fall sehr, sehr gut verarbeitet, sehr hochwertig. Mhm. Mit Klett. Mhm. Und wir haben auch einen sehr, sehr schönen breiten Klett. Ne? Ja. Jetzt nicht irgendwas Kleines, sondern was Breites. Das heißt, das Ganze bleibt auch zusammen. Ja. So, vom Inhalt jetzt hier. Ja, ich war sehr, sehr überrascht anfangs. Von der Aufmachung her, von dem Kalender. Ja, ich finde es jetzt nicht so, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt auf eine Baustelle gehe oder in die Werkstatt, weißt du, dann klappst du es aus. Alleine diese Knarre jetzt hier rauszukriegen, weißt du? Vielleicht haben wir es ja falsch reingemacht. Dann machst du so, ja, kannst du wahrscheinlich hier reinmachen, ne? Ja. So, das finde ich ein bisschen, ja, die Bits finde ich ganz cool, sind lose. Nee, Quatsch, hast du schon, Fräulein, hast du schon wieder nicht richtig reingemacht. So, wieder ein bisschen tiefer. Das mit den Nüssen finde ich auch ganz cool. Übrigens haben wir hier auch ein Adapter für eine Nuss, für ein Bit, ne? Das heißt, kannst du mal mit der Knarre irgendwo rangehen. Mhm. Und Immo-Schraum-Satz finde ich auch ganz gut. Finde ich auch ganz gut. Aber ich hätte es irgendwie anders verpackt. Ich hätte vielleicht eine schöne Kunststoffverpackung genommen. Oder irgendwie wie Hardset, weißt du, so ganz toll, sauberlich einsortiert. So hätte ich das gemacht. Naja, oder so ist dann, es ja auch sehr sortiert, finde ich. Ich finde tatsächlich, bin da ein bisschen anderer Meinung. Weil ich finde, es ist nicht so wie, weil es war jetzt bei KS Tools, war bei HZ so, ich weiß nicht, war es nicht auch bei Vera so, dass überall diese Boxen, diese ollen Plastikboxen, ich finde das eigentlich, weil es ist ja anscheinlich, also augenscheinlich wie so ein kleines Reiseset. Hm. Es ist ja auch alles klein und handlich gemacht für eben schnell mal unterwegs oder so, ne? Oder falls man nicht seinen großen Werkzeugkoffer mitnehmen möchte. Oder für oben zu Hause liegen. Finde ich ganz cool. Hm. Und da braucht man ja nicht immer unbedingt. Und da finde ich diese Plastikboxen. Und ich finde, ich glaube, das hier ist falsch. Und ich finde diese Tasche eigentlich ganz praktisch und mal was anderes tatsächlich. Das ist alles praktisch. Naja, und mal was anderes, weil diese Boxen haben wir ja ständig. Hm. Ne? Also, ja. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Okay. Und ich fand den Kalender bisher am besten ausgemacht. Die Aufmachung, ne? Also da freut man sich... Nach HZ, also oder vor oder gleichwertig. Also ich finde, man freut sich mega, wenn man dann das Türchen aufmacht. Und dann so ein süßes Schächtelchen. Und dann ist eine 13 drauf. Nicht wundern, nicht, dass sie dann verwechselt. Du musst sie auch wieder so reinmachen, wie sie reingehören, ne? Beim Einpacken, ne? Wir haben sie nicht rausgemacht. Nee. Das finde ich auch ganz toll, die Aufmachung her, ne? Und dass es ein Gewinnspiel gibt, hier mit dieser Karte, hier mitmachen, Gewinncode. Ich hoffe, dass wir den jetzt nicht eingeblendet haben. Genau, ich würde auch sagen, lass uns mal ganz kurz beide noch mal miteinander vergleichen und wer der Gewinner hervorgeht. Natürlich sind das jetzt zwei Marken, die man mit Vera und mit HZ, finde ich, ist meine Meinung, nicht vergleichen kann. Mhm. Weil Vera und HZ ist eine ganz andere Liga als KWB und KS Tools. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. So, vom Preis her ist beides gleich. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt, ist meine persönliche Meinung, ich hätte jetzt für beides nicht 50 Euro ausgegeben. Hätte ich nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich bin da so ein bisschen... Ich wäre so in der Pranne, in der Spanne, Pranne, in der Spanne, ich weiß nicht, 30 Euro. Wäre es okay gewesen für mich. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Kalender von KWB cooler finden. Ja. Aber den Inhalt, weil ich diesen Stick- oder Pen-Schrauber irgendwie cooler finde, finde ich Chaos Tools besser. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Wir machen Folgendes. Wir werden einer von verlosen. Oder wollen wir beide verlosen? Sonst hätte ich würde einen davon. Sonst hätte ich gesagt, wir machen jetzt so. Sonst hätte ich gesagt, die Zuschauer sollen entscheiden, ob wir beide verlosen wollen oder nur einen. Natürlich sagen und dann, das ist ja eine ja, es gibt auch Leute, Frage. Hey, kann ich nicht gebrauchen, will ich nicht haben. Nein. Wir machen was anderes. Wenn das Video 500 Daumen oben hat, dann verlosen wir beide. Und ihr schreibt in den Kommentaren, welchen ihr haben möchtet. So können wir das machen. Hashtag KS Tools oder Hashtag KWB. Und genau. Wir werten aus und dann schauen wir mal. Genau, schauen wir mal. Die Auflösung erfolgt dann wieder am 1.12. Sprich, da kommt das neue 5-Minuten-Update raus. Wie auch jetzt, zum 1.11.
Und dort wurde auch, da wurden ganz, ganz viele Gewinner bekannt gegeben von den Wolfkraft 650 Ergo, also die den Master, die kleinen Arbeitstische. Dann wurde dieses dritte Ei verlost von Knipex, ne? Dann der Kalender. Also ganz, ganz viele Gewinner wurden bekannt gegeben. Mr. Handwerk-Tasse, ich wollte gerade sagen HZ-Tasse. Darf ich was reinwerfen? Ja, was denn? 5-Minuten-Update, 1.12. Gewinner bekannt geben. Ich würde das 5-Minuten-Update vorziehen, damit du die rechtzeitig verschicken kannst, die Kalender, damit sie zum 1.12. einsatzbereit sind. Ja, jetzt machst du mir wieder Arbeit. Aber das ist immer zum 1.12. Ihr müsst einfach das Video am 1.12. schauen. Mach einfach. Damit ich es am 2. losschicken kann. Dann ist es am 3. da. Boah, nee, voll gemein. Wenn sie es verschenken wollen, dann ist es blöd. Die wollen es nicht verschenken. Dann müssen sie es ja wieder wegschicken oder hinbringen irgendwo. Ja. Wir reden nochmal drüber. Ihr könnt euch die auch bestellen. Link findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Wenn man es gewinnen möchte, will man doch das Geld nicht ausgeben. Na, jetzt lassen wir aufhören zu diskutieren. Das ist Gesetz, immer zum 1. und manchmal auch vielleicht einen Tag vorher. Ich schau mal, ja? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen jetzt Schluss. Und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Schauen, beim Kommentieren. Und vor allen Dingen ganz viel Glück wünschen wir euch. Also genau. Wir drücken die Daumen. Wir schauen mal, was bei rauskommt. Alles klar. Ciao. Kakao. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Einpacken. Du Sack. Oh, ich kann gar nicht mehr gehen. Ah. Es fängt schon an. War das hier drin? Ja.